Lautstark protestierten am Donnerstag hunderte Studierende und Beschäftigte der BTU Cottbus und der FH Lausitz gegen die geplante Zusammenlegung ihrer Hochschulen. Allerdings erfolglos. Eine Volksinitiative gegen die Fusion der Lausitzer Hochschulen ist mit Mehrheit der rot-roten Koalition abgewiesen worden. Die Initiatoren hatten über 30.000 Unterschriften für den Erhalt der Eigenständigkeit ihrer Hochschulen gesammelt. Die Protestierenden befürchten den Verlust der individuellen Profile der Hochschulen und werfen der Landesregierung einen schweren Eingriff in die Selbstverwaltung von Wissenschaft und Forschung vor. Während auf den Straßen demonstriert wurde, fand im Landtag die erste Lesung des umstrittenen Gesetzes statt. Auch die Protestierenden sind inzwischen skeptisch, ob sie das Gesetzgebungsverfahren noch aufhalten können. Die Neugründung selber wird wahrscheinlich im Landtag so beschlossen werden. Da hat man sich bisher nichts nehmen lassen. Wir können aber nochmal deutlich machen, das, was wir alle nicht wollen, aber leider glauben, dass wenn diese neue Hochschule gegen die Wand fährt, wir sagen können, in einem Jahr zur Bundestagswahl und in zwei Jahren zur Landtagswahl stehen wir dann wieder hier und machen auf die Fehler aufmerksam, dass sie das Land gefälligst am Riemen reißen soll. Ja, ich denke, wir können es nicht aufhalten, aber wir haben uns bemerkbar gemacht. Letztendlich hat die Fraktion das Sagen. SPD und Linke scheinen hier relativ geschlossen, bis auf Herrn Marisch und einige wenige dagegen zu sein. Und es wird wahrscheinlich ein Gesetz erlassen werden. Ich glaube auch, dass dann diese Hochschulfusion stattfinden wird. Nach der Abweisung der Volksinitiative besteht nun die Möglichkeit, innerhalb eines Monats ein Volksbegehren zu starten. Dazu müssten innerhalb von 6 Monaten 80.000 Menschen das Anliegen unterstützen.